So, meine Lieben, hier melde ich mich wieder zurück. Ja, diesmal sind wir im Spiel schon selber drin, in der Kampagne. Und bevor ich hier anfange, muss ich natürlich erstmal wieder was loswerden. Und zwar hat mir die Mrs. Jasmin, hat die 87 auch nochmal eine Chance gegeben. Wir haben jetzt wieder Kontakt, also deswegen habe ich sie auch wieder in meinem Kanal hinzugefügt. Und ich bin auch wirklich sehr dankbar, Jasmin, dass du mir nochmal eine Chance gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Das halte ich wirklich in Ehren. Zusammen mit der Chance mit Master Enigma. Also wie gesagt, wenn was sein sollte, irgendwas, klären wir das über Skype. Versprochen. Ich habe daraus wirklich gelernt jetzt, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und, ich weiß ja nicht, wer unter euch jetzt die... den Let's Player Taxpayer, beziehungsweise hieß er ja früher... er hieß früher Taxpayer und heißt jetzt Textblock. Tut mir leid, da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Kennt. Aber ich habe jetzt nach knapp zwischen 3 bis 2 Jahren habe ich ihn jetzt endlich auch mal auf Skype. Den Kontakt besteht jetzt auch auf Skype. Und es kann sein, dass die Mrs. Jasmin HT87, der Textblock und ich ein weiteres Gegenstück Let's Play von Pokémon, nämlich die 3. Generation, aufnehmen. Es kann sein, es muss noch nicht. Also es kann jederzeit noch was dazwischen kommen. Aber ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn es klappen würde. Also der Textblock, der wird definitiv bei der 4. Generation mitmachen. Ich grüße dich nochmal an der Stelle, Textblock. Und ja, das wird natürlich eine schöne Sache. Ja. Ich kann zumindest so viel verraten, dass das Gegenstück Let's Play von Pokémon natürlich eine große und aufwendige Sache sein wird, ne? Also ich werde jetzt nicht jede Generation hintereinander Let's Play, ne? Das ist schon mal im Voraus. Also ich werde natürlich, oder diejenigen, die jetzt bei der 1. Generation mitmachen, die müssten es bei ihren Editionen auch noch das Ganze erklären, wie überhaupt so ein Gegenstück Let's Play jetzt so funktioniert und so, aber das werde ich auch noch zur gegebenen Zeit, wenn die 1. Generation anfängt, auch so erklären, dass jeder von euch das versteht. Ja, und jetzt legen wir hier endlich mal los, ey. Ja. Also, wir haben ja hier letztens aufgehört und müssen natürlich jetzt... Was? Ihr könnt eure Goldabbaukapazität verbessern, indem ihr Gold in einer neuen entdeckten Goldmine abbaut. Ja, können wir machen. Ah ja, Verteidigung erforschen. Ermöglicht Soldaten die Verteidigungsfähigkeit zu benutzen, die ihre Verteidigungsfähigkeiten gegen Stichangriffe verbessert. Hört sich gut an. Dann nehmen wir das auch mal direkt. Forschung abgeschlossen. Sag das Zauberwort. Super. Ja, so sieht das halt aus. Ich werde mal mit Jaina und mit Arthas mal zur Goldmine marschieren. In der Zwischenzeit kann ich ja nochmal bauen. Bereit zur Arbeit. Stützpunkt. Ja, mein Lord. Ich stehe für das. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob hier noch ein paar Gegner sind, aber ich glaube schon. Ein solider Plan. Ja, Wolf, hast ja recht. Ja. Ein solider Plan. Da oben ist die Goldmine. Für die Ehre. Ah ja, hier sind ein paar Berserker-Trolle. Elender Kerl. Für meinen Vater, den König. Ja. Ja. Angriffsschaden um 6. Psst. Ich versuche zu denken. Ich stehe für das Licht. Könnte eigentlich auch mal für Jaina gut sein. Hört sich interessant an. Besteht etwa Gefahr? So. Ein solider Plan. Oh, Fehlgeschlank, das kann auch jetzt passieren. Keine Rettung mehr. Oh, noch eine Kiste. Rolle des Schutzes. Für die Ehre. Ein solider Plan. Dann aktiviere ich die auch mal. Für die Ehre. Was? So. Du kannst auch schon mal ein paar Türme bauen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Eine Verbeugung ist nicht nötig.
Ja. Ah, ein paar Knolle. Für die Ehre. Arbeit ist vollbracht. Mein Gott, wie muss ich denn da jetzt marschieren, ey? Um zur Goldmine zu gelangen. Jetzt wird gerichtet. Für meinen Vater, den König. Ja. Alter, da muss ich ja einen Umweg machen, ey. Alter. Natürlich. Für die Ehre. Ja, und ab jetzt gibt's hier, ja, sogenannte Goblin-Läden oder auch Söldner-Lager, wo wir halt dementsprechend auch Kampftruppen bauen können. Lasst euch Zeit. Schaut euch um. Naja, ich werde jetzt bei den Läden hier nichts kaufen, weil ich da jetzt das auch nichts brauche. Ne? Aber es ist schon an sich eine nützliche Sache. Oh, Schlammgolems. Hallöchen. Und Steingolems. Für meinen Vater, den ah, König. Der hat uns verlangsamt. Für meinen Vater, toll, den König. Ein solider Plan. Elender Kerl. Ring. Ring des Schutzes plus 2. Da könntest du eigentlich ein Chainer geben. Genau. Psst, so. Ich versuche zu denken. Genau. Ich stehe für das Licht. So habe ich es mir vorgestellt. Natürlich. Mehr Arbeit? So, hier auch nochmal bitte ein Turm. Sehr gut. Jawohl. Arbeit ist vollbracht. So, dann bau du mal hier. Achso. Ah, ich kann an der gewählten Karte, also an der gewählten Stelle an der Karte, das leider nicht anklicken. Das schade. Licht ist meine Stärke. So, dann kommt ihr mal wieder zurück. Dann baue ich. Ah ja, wir können jetzt schon die Burg bauen. Ja, hier geht es relativ früh los. Zur Arbeit. Aber ist ja auch auf der anderen Seite auch gut. So, ein paar Arbeiter zum Holz. Bereit zur Arbeit. Hack bauen. Ja. Aber wo? Ah, komm, hier hin. Ich kann hier nicht bauen. Was? So. Mehr Arbeit? Dann geht hier mal bitte schon mal Holz hacken. Was? Na gut. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. So. Ausbau zur verbesserten Unsere Baukunst. Stahlkräfte werden angegriffen. Ah ja, das war der Untote. Verbessert Panzerung und Trefferpunkte der menschlichen Gebäude. Ja. Arbeit ist vollbracht. Jetzt können wir sogar unsere Gebäude verbessern. Abgeschlossen. Geile Sache, ne? So, okay, dann brauche ich hier auch mal ein paar Türme. Ich geh dann mal. Ja, dann geh mal. So, dann brauche ich hier auch mal eine kleine Verteidigung. Bereit zur Arbeit. Naja, zumindest mit dem Wachturm. Richtig. Soll ja nur als kleiner Stützpunkt. Arbeit ist vollbracht. Dienen. Arbeit ist vollbracht. Ich geh dann mal. So, Wachtürme kann ich auch schon mal bauen. Das ist gut. Mehr Arbeit. Arbeit ist vollbracht. So. Ausbau abgeschlossen. Dann baue hier nochmal zwei Höfe. Richtig. Ja, mein Lord. Arbeit ist vollbracht. Geh dann mal. Und dann geh anschließend auch bitte Gold holen. Arbeit ist vollbracht. Mehr Arbeit. So, dann baue ich hier Richtig. Mal noch einen Wachturm. Arbeit ist vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Ja, mein Lord. Und nein, kein Ausbau Haus. Abgeschlossen. Und hier noch ein ja, Turm. Ja, mein Lord. Genau. Arbeit ist vollbracht. Dann baue ich schon mal einen Soldat. Einsatzbereit. Die Burg. Wie sieht die denn hier aus? Ausbau abgeschlossen. Naja, das Dach hat sich ein bisschen verändert. Was? So, dann baue ich hier auch mal nochmal eine Kaserne. Abgeschlossen. Und warum zum Teufel sind hier schon die Bäume gefällt? Ach, wie geil. Arbeit ist vollbracht. So, dann baue ich gleich auch direkt eine Schmiede. Einsatzbereit. Noch ein Soldat. Einsatzbereit. Natürlich. Oh Gott, die muss ich ja noch im Wachturm umbauen. Arbeit ist vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Mehr Arbeit. Ausbau abgeschlossen. Dann baue ich jetzt die Schmiede. Ja, mein Lord. Ja, mein Lenzherr. Schon du kommst bitte hier hin. Und jetzt können wir auch Scharfschützen bauen. Jawohl. Geladen und entsichert. Kurz die Einheiten verbessern. Ja, mein Lord. Forschung. Ein Altar der Könige muss ich ja auch noch zusätzlich Forschung bauen. Abgeschlossen.
erhöht die Holzmenge, die ein Arbeiter tragen kann, um 5. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Eis hier. Scharfschützen. Zeit zu gehen. Sind gut. Sind gute Fernkämpfer. Geladen und entsichert. Jawohl. Was ist? So, Arcanes Sanktum kann ich auch mal bauen. Ich gehe dann mal. Und die Werkstatt. Ja, wir können jetzt schon relativ früh sehr viel bauen. Das ist nicht so mehr wie bei Warcraft 2. Nein, nein, da hat sich schon einiges getan. Ah ja, jetzt können wir Priester bauen. Ich komme, um dieses ja, Land zu säubern. Und da steht es ja unten auch, greift Land- und Lufteinheiten an. Also sind sowohl Landkämpfer als auch Luftkämpfer. Also die halt ich komme, Gegner um angreifen dieses können. Land zu säubern. So, Priester Adepten. Erhöht die Mana-Kapazität, die Mana-Regenerationsrate, die Trefferpunkte sowie den Angriffsschaden von Priestern und ermöglicht ihnen, Magiebann zu wirken. Immer doch. Ist jemand verletzt? Nee, noch nicht. Forschung abgeschlossen. Unverzüglich. So. Du kommst dahin. Was ficht euch an? Und du kommst hier hin. Ich bin euer Diener. Ah ja, und hier können wir auch Mörser-Trupps bauen. Ja. Was? Die sind natürlich auch gut, die Jungs. Ja, mein Lord. Mörser-Kacke, immer noch hin. Arbeit ist vollbracht. Das machen wir doch mit links. Das sind jetzt in dem Sinne, in Anführungsstrichen, Katapulte. Also, Balliste können wir bei den Menschen leider nicht mehr bauen. Ihr habt richtig entschieden. Und ich habe mich da eingesperrt. Auch egal. Aber die können Bäume das zerstören. Das machen wir doch mit links. Komm schon, Kurzer. Sind unterwegs. Jawohl. Ihr habt richtig entschieden. Ist gemacht. Zeigt uns ein Ziel. Und du kommst hier hin. Muss gehen. Ich auch. Ah ja, und noch ein Priester und ein Mörser-Trupp bauen, bitte. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Mörser-Kacke! Mehr Arbeit? Das hört sich immer so gut an, ne? Sehr gut. So, aber sonst kann ich hier nichts mehr machen, ne? Nein. Arbeit ist vollbracht. Oder verbessern. Ne, hab ja, alles. Ja, mein Lord. Ja, dann geh du mal bitte Holz hacken. Ja, mein Lord. So, dann werde ich ein paar Priester bauen. Ein paar Scharfschützen. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Und dann werden wir mal schön die ja, mein Freund. Landschaft begutachten. Für das Licht. Aber erstmal hier. Ein solider Plan. Ja. Ist hier überhaupt irgendwas? Für die Ehre. Ja. Jetzt gibt's keine Vollstrecker. Und den hat ein Level Up. Sehr schön. Ja, blitzert. Ja. Nimm du mal. Das Licht ist meine Stärke. Nimm du mal den meiner Trank. Ich stehe für das Licht. Und da kann ich eigentlich die Zelte auch zerstören. Den König. Ah, hat er hier mich wieder versucht anzugreifen. Ja, ein solider Plan. Aber das schafft er nicht. Für die Ehre. Ging's hier. Ah Gott, da ging es ja auch noch weiter. Hoppala. Muss ich auch noch gleich hin. Ein solider Plan. Für die Ehre. Oh, toll. Ein solider Plan. Elender Kerl. Das sind sogenannte Ghouls. Ja. Ah ja, und hier ist schon der Untote. Das kann man schon am Boden sehen. Für die Ehre. Ja. Aber da gehe ich jetzt mal gleich hin. Für die Ehre. Ich werde erstmal die rechte Seite ein noch ganz schnell erkundschaften. Ja. Ah. Erstmal durch das saubere Wasser marschieren. Natürlich. Und hier geht's nicht mehr weiter. Ach, wie toll. Ja. Jetzt wird gerichtet. Elender Kerl. Ah. Trolle. Natürlich. Für die Ehre. Da ist der Laden. Ein solider Plan. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, eine Jetzt gibt's Kiste. Keine Rettung mehr. Aber da ist leider nichts drin. Eine kaputte Brücke. Geil. Was ist hier so? Gibt Für ey. Die Ehre. Okay. Ja, ob es da jetzt was gibt, ist natürlich fraglich. Ich glaube eher nicht. Vielleicht ein paar Golems. Ein solider Plan. Wenn ich mich jetzt nicht so täusche. Ja. Oder auch gar nichts. Natürlich. Ach, auch gut. Ja, okay. Dann können wir jetzt die Untoten mal angreifen. Ach, ja. Ja, ich sag ja.
Ich glaube, Warcraft 3 geht, auch wenn sich das Spiel hinzieht wie Gummi, trotzdem schneller durch als Warcraft 2, weil ich halt ein Level mehr aufnehme, ne? Dadurch geht das wahrscheinlich auch ein bisschen schneller durch dann, das Spiel. Aber wie gesagt, es zieht sich wie Gummi. Für die Ehre. Ja, also ich schätze mal, ja, also mindestens 50 Parts werde ich definitiv brauchen für dieses Spiel. Vielleicht werde ich so zwischen 60 bis 70 brauchen. Keine Ahnung. Ein solider Plan. Wenn ich Level für Level aufnehme. Kerl. Ja, und hier sind jetzt die Gebäude. Keine und tot. Natürlich. Und auch ein Stützpunkt. Für meinen Vater, den König. Auch gut. Für die Ehre. Für meinen Vater, den König. Beschwörte und nicht jedes Mal Skelette. Spürt meinen Zorn. Das nervt schon auf eine Art und Weise. Für die Ehre. Elender Kerl. Jetzt wird gerichtet. Ja, ja. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Und Arthas hat auch ein Level up. Sehr gut. Jawohl. Natürlich. Der Stützpunkt wäre schon mal besiegt. Ein solider Plan. Oh Gott. Ein brennender Kontrollturm. Seid gegrüßt, Kinder. Ich bin Kel'Thuzad. Und ich muss eine Warnung überbringen. Haltet ein. Eure Neugier wird euer Tod sein. Seid ihr für diese Seuche verantwortlich, Totenbeschwörer? Mit Sicherheit. Seid ihr der Drahtzieher dieses Kults? Ja, ich befahl dem Kult der Verdammten, das verseuchte Getreide zu verteilen. Aber es ist nicht allein mein Tun. Was soll das heißen? Ich diene Mal'Ganis, dem Schreckenslord. Er befehlt über die Geister, die dieses Land reinigen und ein Paradies ewiger Dunkelheit bringen wird. Und was genau soll diese Geißel ausmerzen? Natürlich die Lebenden. Sein Plan ist längst angelaufen. Besucht ihn in Stratholm, wenn ihr mehr Beweise braucht. Okay, na das hört sich ja an, ey. Jo. Und es geht weiter. Kel'Thuzad gegenübertreten. Kel'Thuzad suchen. Jawohl. Machen wir. Ja. Das machen wir doch. Für die Ehre. Gibt es hier noch ein paar Kisten oder sowas ähnliches? Ein solider Plan. Ne, hier gibt es nur noch Bäume. Natürlich. Gut. Ein solider Plan. Die kann ich auch nicht zerstören. Schade. Aber die Korn kam. Für meinen Vater, den König. Das ist gut. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Alle Kornkammern sind leer. Die Ladungen wurden bereits verschifft. Wir kommen zu spät. Oh, scheiße. Natürlich. Das hört sich wirklich nicht gut an. Ja, nee. Oh. Ein solider Plan. Timmy. Ja, er ist jetzt ein Ghoul. Ich stehe für das Licht. Der Timmy. Natürlich. Deswegen war er, glaube ich, auch im Käfig eingesperrt. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Tolle Überraschung. Ein solider Plan. Ja, also jetzt sind wir auf der anderen Seite. Natürlich. Gut. Für die Ehre. Da wäre noch ein Laden. Ja. Den ich aber nicht brauche. Ein solider Plan. Ja. Nee, da gibt's auch nichts mehr. Ein solider Plan. Natürlich. Na gut. Ah ja, und da ist schon der Untote. Für meinen Vater, den König. Gut, dann wollen wir ihn mal angreifen. Keine Rettung mehr. Ja. Für die Ehre. Gut. Monstrosität. Ja, na, so sehen die auch das aus. Das Licht ist meine Stärke. Oh Mann. Für meinen Vater, den König. Und Ghouls. Besteht etwa wie gesagt. Gefahr? Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Aber die werden wir alle auch noch kennenlernen, meine Lieben. Keine Panik. Spätestens, wenn wir die Untoten-Kampagne zocken. Und da ist wie heißt er? Kel'Thuzad, genau. Ich stehe für das Licht. Angriff! Naja, aber der ist noch nicht richtig tot. Törichter Narr. Mein Tod ändert auf lange Sicht gar nichts.
Denn nun beginnt die Reinigung dieses Landes. Jetzt ist er tot. Gut. Okay. Das war jetzt Level 6 und Level 7 kommt jetzt auch gleich.